Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Rayman Legends. Wir sind in der ersten Welt beim Boss Feuerodem. Kurze Anmerkung, es kann sein, dass ich mich ein bisschen müde anhöre, weil ich habe gerade den ganzen Tag gepennt. Es liegt natürlich daran, ich hatte 8 Stunden Schule, es war anstrengend und ja, ich habe Schlaf gebraucht. So, aber egal, jetzt kommt der Boss. Oh, gib mir das jetzt, gib mir das. Nein, nein, nein. Ich hab's doch bekommen. So, es ist schon wieder lange her, als ich das Mal Rayman gespielt habe. Ich hoffe, ich kann das noch. Ja gut, was heißt, ich kann das noch. Ich hab's... Wow. Ich hab's... Ja, vorher schon nicht begonnen. So, jetzt kriegen wir unsere Mega-Flamme hier. Damit töten wir hier erstmal die ganzen Wichser. Aha. Hilfe! Können wir auch... Ja, wir können nach oben schießen. Gut. Das wusste ich nicht. Zack. Wow. Wow. Und da ist er. Da ist der Wichser. Sterbe, Junge. Sterbe. Komm her. Aha. Ich weiß nicht mehr genau, was man jetzt machen muss. Aha. Bleib hier, du. Ach, ich bin tot. Oh, scheiße. Fuck. Oh, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ah, okay. Ich hab eine Idee. Ich weiß, wovon er kommt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal vorteilhaft. So. So, von der Seite. So, komm her, du Lappen. Meine Fresse, ich bin aber auch zu blöd zum Kacken hier. So, sterbe. Ich meine, hier gab es einen Kleinling, der war echt schwer zu bekommen. Bei denen habe ich ein bisschen Schiss. Ich glaube, der war das nicht. So, gib mir das Herz. Danke. Ai. Egal, er ist down, also nicht komplett, aber ich habe ihn bekommen. So, jetzt kommt. Ich habe ihn bekommen. Oh, ich habe den Kleinling bekommen. Oh, ich hab den Kleinling bekommen. Oh, ja, ich hab das hier so gehasst. Hallo, komm doch runter. Oh, jung. Oh. Ich seh mich, danke, nicht. Holy shit. Komm, ich musste nur noch einmal treffen. Also, was heißt einmal treffen? Ich muss nur noch einmal... Oh, verpiss dich schon. Ja! Der ist tot! Oh, göttlich. Ach, der Kollege. Na, wie geht's dir? Da kommst du nicht durch, mein Freund. Da kommst du nicht durch. Siehst du nicht da oben, das hast du da eingehakt. Ich würde lieber das Ding da. Naja, egal. Dann töten wir dich halt.
In das Arsch von dem Schwein. Ich finde diese kleinen Teufel so geil. Und geschafft, das war der Boss der ersten Welt. Meine lieben Freunde. 145 reicht. Gold. Bitch, please. Klar, die Richtung. So, jetzt kommt das Level, wofür ich eigentlich einen Einzelpart machen wollte, ja? Aber gut, ich wusste nicht, dass ich jetzt so schnell mit dem Boss durch bin. Das machen wir noch in dem Part. Castle Walk. Leute, damals, als ich das Let's Play beim Wolf gesehen habe und dann das Castle Walk kam und er meinte, es wäre absolut episch, habe ich mir nur gedacht, ja, aber gut, das Spiel ist schon sowieso episch und Castle Walk hört sich gut an. Leute, es ist, diese Level ist purer Orgasmus. Und das sind purer Orgasmus, weil das ist der Hammer. Ich liebe diese Level. Leute, ich werde in diesem Level nichts sagen. Ich werde nichts sagen. Einfach nur zuhören. Hört einfach nur zu und genießt die geilste Musik ever. Go. Bitch, please. Bam. Boah. Es ist das geilste Level des Spiels. Es ist das geilste Level des Spiels. Oh Gott. Black Beauty. Good Lash. Jetzt wisst ihr, warum ich auch nicht gelabert habe, würde ich schon eigentlich sagen. Unglaublich, du hast die Welt von Albträumen befreit. Du hast 5 Glückssoße verdient. Ja, geil. Also, 4. Genialitätsstufe. 4000 Looms noch. Ja, leck mich am Arsch. So, wir haben jetzt eigentlich noch eine gute Zeit. Wir könnten jetzt eigentlich noch das erste Level der Toad-Story machen. Aber, meine lieben Freunde, damit will ich dann wirklich erst im nächsten Part beginnen. Wir sehen, das ist... Ich sag nur, Toad Story ist eine Scheißwelt. Ich mochte sie nicht so gerne, weil... Keine Ahnung, war irgendwie nicht so mein Gebiet. Aber das erste Level heißt... Rayman und die Bohnenranke. Na gut, warum nicht? Kann ja mal vorkommen. Also ich finde die Welt nicht schwer. Sie ist einfach nur Kacke.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt hier schon beenden. Es wird ein kurzer Part sein, ich weiß, aber ich will wirklich erst im nächsten Part mit der zweiten Welt beginnen. Ich hoffe, euch hat der Boss gefallen. Ich hoffe, euch hat das Castle Walk gefallen. Und wie gesagt, es gibt in jeder Welt so ein Level. Immer am Ende, immer nach dem Boss. Hier in der Welt ist das nicht ganz so gut, aber ich kann euch sagen, Olympus Maximus wird geil. Die Unterwasserwelt wird geil. Und die Mexiko-Welt wird geil. Freut euch drauf. Ich tue es auch. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne im nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.